James, wir fahren nach Ungarn, aber... Aber? Wir werden nicht zurückkommen. Was? Das heißt doch, aber das bedeutet, dass wir uns nie wiedersehen. Natürlich werden wir uns wiedersehen. Ich komme wieder. Ich lebe doch dann in Freiheit. Ich hole mir einfach einen Passierschein und komme dich besuchen. Wenn du meinst, das kann gefährlich werden, für dich und für mich. Ich weiß, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich pass schon auf. Hier, den Ball brauche ich sowieso nicht mehr. Den schenke ich dir. Dankeschön. Tschüss. Es sind Geschichten wie diese, die während der Teilung Deutschlands bewegt haben. Familien, Freunde wurden getrennt. Dann kam die Wende. Deutschland ist wiedervereint. Die Schülerinnen und Schüler, die sich heute mit der Wiedervereinigung beschäftigen, kennen diese nur aus Schulbüchern und Erzählungen. Und doch ist es wichtig, dass sie sich damit beschäftigen. Wir leben Freiheit. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre gemeinsame Freiheit. Unter diesem Motto stellten der Landkreis Hersfeld-Rotenburg und der Wartburgkreis ein gemeinsames Schulprojekt. Am Montag präsentierten rund 200 Schüler ihre Projekte. Nicht irgendwo, sondern in der wunderbaren Atmosphäre 500 Meter unter Tage im Erlebnisbergwerk Merkers. Ja, wir haben uns überlegt, was können wir machen zur 30 Jahre Mauerfall, und dann haben wir gesagt, wir sind ja als Landkreise jeweils Schulträger, warum machen wir nicht einen Schulwettbewerb, und haben gesagt, wir wollen ganz bewusst die Kreativität der Schülerinnen und Schüler da sozusagen Raum lassen, haben also nur die Vorgabe gemacht, haben gesagt, beschäftigt euch mit dem Thema, überlegt euch, was ihr machen wollt, und dann war das vollkommen frei. 5 Schulen aus den beiden Landkreisen haben mitgemacht. Sie präsentierten Bilder, Texte, Theater oder Videos. Bei der Umsetzung waren der Fantasie der jungen Menschen keine Grenzen gesetzt. Die beiden Landräte sind von den Ergebnissen begeistert. Das ist eigentlich überwältigend. Man sieht, man kriegt Gänsehaut, wenn man sich die Sachen anschaut. Und ich bin sehr zufrieden, dass die Schülerinnen und Schüler sich eben auch mit den Gegebenheiten vor 30 Jahren befasst haben, das herausgearbeitet haben, dass es eben nicht selbstverständlich war, dass es Freiheit gab, und dass es eben nicht selbstverständlich war vor 30 Jahren, dass wir hier einfach rüber nach Thüringen fahren können. Alle haben aus meiner Sicht sehr kompetent auch diese Themen aufgearbeitet, und dieser Scheck für 500 Euro der Sparkassen, ich würde sagen, das ist auch ein Oscar ebenbürtig. Das haben sie toll gemacht. Für ihre eindrucksvollen Projekte erhielten die Schulklassen aus Bad Hersfeld, Facher, Mieler und Treffort jeweils 500 Euro. Die Sparkassen der beiden Landkreise unterstützten die Schulaktion. Auch für Landrat Reinhard Krebs war es ein bewegender Vormittag. Tja, weil eine solche Veranstaltung mitten in der Woche mit Schülern schon etwas Erhebendes ist. Und wenn es um die Themen Demokratie und Freiheit geht, kann man nicht oft genug mit Schülern auch zusammenarbeiten. Und Sie können mir eins glauben, es erfreut mich vom Innersten her, dass Hessen und Thüringen, diese beiden Landkreise, zusammen diese Veranstaltung organisieren und durchführen. Für die rund 200 Schüler aus Hessen und Thüringen war es ein beeindruckender Vormittag im Erlebnisbergwerk Merkers. So wird es gelingen, dass sowohl die Teilung Deutschlands als auch die Wiedervereinigung in den Köpfen der jungen Generationen haften bleiben. Gerd und James, die beiden Jungs vom Anfang, haben sich übrigens auch wieder getroffen. James, ich glaub's nicht. Wir sind endlich wieder vereint. Osthessen News. Sehen, was bewegt.